Gut, dass du wieder da bist. Tut mir leid wegen der Benjamin Bayou-Sache in der Astral Lounge, aber es ging nicht anders. Die Dreistigkeit dieses selbstgefälligen Mistkerls sucht ihresgleichen. Unfassbar. Nun, ich hab gehofft, wir würden deine Rückkehr mit ein paar Drinks und einer Menge Aurora feiern. Ich wollte gerade anfangen zu feiern. Da gab Boone Morgan mir den Tipp, Bayou sei mit einigen Schlägern von Neon Security unterwegs nach unten. Ich bin sicher, dass ich ihn nur knapp verpasst habe. Sind viele gute Sachen zurückgeblieben, verdammt. Es macht dir keine Sorgen, dass er den Virus entdeckt und so schnell rausgefunden hat, wo wir uns treffen? Ist sicher schön, so naiv zu sein. Tja, das freut mich für dich. Seit Bayou den Virus markiert hat, kann ich keinen Zugriff auf das System riskieren. Meine ganze Arbeit, um Janet einzuknacken, ist weg. Jetzt sitze ich in der Patsche. Die Vorarbeit für diesen Job hat mich einen Haufen Geld gekostet. Und ich kann nicht alles zurückzahlen. Nun, ein Geschäftspartner von mir namens Nix war der Erfinder des Virus. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder nicht. Dann sind da die Leute, die ich bezahlt habe, um auf Ayumi Komiko aufzupassen. Einige Wachen bei Genedine. Wie gesagt, es war ein Riesenjob. Eigentlich sollte ich meine Quellen nicht preisgeben, weil du dann auch auf ihrem Radar bist. Aber hey, du hast gefragt. Das ist ziemlich cool von dir, aber ich weiß, was er sagen wird. Tut mir leid, Estelle, das war dein Plan. Du stehst allein da. Glaub mir, er wird keine große Hilfe sein. Ich hatte gehofft, du würdest verstehen, was ich fragen wollte. Aber was soll's. Ich werde einfach fragen. Kannst du mir etwas von dem Geld abgeben, das du bei diesem Job verdienst? Ich meine, ich habe dich ja reingebracht und dir praktisch die Netzdaten verschafft. Sie hat recht, weißt du. Ohne ihre Hilfe hättest du nie den Weg zu Genedine gefunden. Ich weiß das zu schätzen. Wirklich. Aufeinander aufzupassen macht die Fleet stärker, weißt du. Wie viel bist du bereit abzugeben? Das ist perfekt. Das wird bestimmt helfen. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Hilfe, Estelle. Na gut, ich denke, wir sind hier fertig. Sag Delgado, falls er mich jemals brauchen sollte, bin ich immer noch für ihn da. Und hey, du wirst von mir keinen Neuling mehr hören. Was mich betrifft, bist du jetzt einer von uns. Das Herzblut der Fleet. Sollte jemand das anders sehen, schick die Person auf ein Wort zu mir. Sag Neva, sie schuldet mir noch einen Drink für unser Pokerspiel. An Bord zu sein.
sauberer Sprung. Wir stecken in keinem Planeten, also hat es geklappt. Schön angedockt, Captain. Hier ist die Hölle los, Neuling. Delgado braucht dich schnellstmöglich mit Jazz in der Reparaturhalle. Oh, es ist schlimm, echt schlimm. Delgado wird dir die Details erklären. Und nun ab in die Reparaturwerkstatt. Los! Zu wenig Zeit. Diese Station ist gar nicht mein Fall. Am besten übernimmst du das Reden. Und du bist sicher, dass die Abwehrbatterien einsatzbereit sein werden? Nein, ich bin nicht sicher. Sie sind in wirklich schlechtem Zustand, der... Ich bewahre diese Station mit Klebeband und Spucke vor dem Auseinanderfallen und du willst, dass ich ein Kaninchen aus dem Hut zaubere? Ich will keine Ausreden hören. Ich will hören, dass das Problem behoben wird. Punkt. Erledige es. Ist ja gut, bin schon dabei. Würdest du vielleicht aufhören, hier rumzustehen und die Daten des Verteilernetzes übergeben? Ach, perfekt. Nehme ich. Verlässlich wie immer. Anders als gewisse Leute, die wir kennen. Oh, das ist wirklich witzig. Also gut, hör gut zu, denn ich will das nicht zweimal sagen. Wie wir hören, versammelt die UC Systev sich irgendwo in der Nähe für einen Angriff auf den Schlüssel. Wir bereiten uns auf ihre Ankunft vor. Bitte flieg direkt nach Bannock 4 und bring Kriegs Vermächtnis heim. Mach langsam und hör zu, bevor du vorschnell handelst und alles ruinierst. Jazz, leg los. Also gut. Als erstes werde ich die Daten, die du von Jennadyne gestohlen hast, in die Datenbanken des Schlüssels hochladen. Du musst nur ein Verteilernetzmodul bauen und in deinem Schiff installieren. Oh, und wenn du es noch nicht getan hast, musst du auch das Comspike-Modul installieren. Wenn wir schon dabei sind, sollen wir gleich deine Einkäufe für dich erledigen? Sobald dein Schiff bereit ist, springst du zu Bannock 4, gehst an Bord der Legacy und bringst uns das Geld. Natürlich gibt es einen Haken. Dachtest du etwa, das wäre einfach? An Bord der Legacy musst du nach 2 Transfermodulen Ausschau halten. Das sind spezielle Schlüssel für den Zugang zum Tresorraum des Schiffs. Wenn du das Kontrollzentrum gefunden hast, schließ den Datenkern an, den ich dir gebe, und lade alles runter, was sie haben. Und bevor du auf die Schnapsidee kommst, mit dem Geld abzuhauen, die Währung wird stark verschlüsselt sein.
Nur ein Genie wie Shinya wird diese Verschlüsselung knacken können. Also bring es sofort hierher zurück. Ja? Das hoffe ich doch. Hör zu, ich werde es dir ganz einfach machen. Landet das Geld irgendwo anders als auf dem Schlüssel, spüre ich dich auf und reiße es dir aus den toten Händen. Und jetzt los. Ab zu Bannock vor mit dir. Isras Schwester soll eine krasse Söldnerin sein. Leg dich lieber nicht mit ihr an. Ich weiß, ist verlockend, aber zettelt hier keinen Streit an. Die UC werden die Fleet nie zerschlagen. Sie müssen uns erst erwischen. Ich muss diese Abwehrbatterien online bringen, also fass dich kurz. Es gibt 3 Abwehrbatterien, hochleistungsfähige militärische. Sie waren Teil der. Gut ist, dass. Schlecht ist, dass die Technik 100. Kein Problem. Die Verteilernetzdaten sind im System vorhanden, sollten leicht zu installieren sein. Okay, mal sehen, was du brauchst. Brauchst du was? Auch wenn es nicht Jamison ist, fühle ich mich so langsam heimisch. Neuling. Thank you.
docken komplett, Captain. Die Luftschleuse ist intakt. Alle Hilfsschiffe sind eingetroffen, Commander. Gut. Wenn wir hier fertig sind, bereite ein Briefing vor. Ich will, dass alle COs so schnell wie möglich herkommen. Jawohl. Da bist du ja. Wo warst du so lange? Ich habe die Berichte über deinen Auftritt bei Janadine erhalten. Du eröffnest in einer zivilen Anlage das Feuer? Bist du verrückt geworden? Janadine ist stinksauer auf uns. Sie fordern Commander Ikandes Rücktritt. Man hat immer eine Wahl. Es sind Menschen gestorben, weil du zu stur warst, eine bessere Lösung zu finden. So arbeitet die UC Systef nicht. Mir ist egal, wie nah wir an Kriegs Vermächtnis sind. Beim nächsten Mal bist du raus aus der Operation und Toft wirft dich in die Arrestzelle. Und zwar mit Vergnügen. Also gut. Wir sind uns wohl alle einig. Also konzentrieren wir uns wieder auf die Operation. Es ist Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen und den Schlüssel anzugreifen. Gut. Je mehr Verwirrung und Panik wir stiften, desto mehr Schaden können wir womöglich anrichten. Bevor du nach Bannock vorspringst, muss ich noch eine Sache klarstellen. Die Credits aus dem Galbank-Transport dürfen die Fleet nicht erreichen. Du musst sie um jeden Preis hierher bringen. Wenn Delgado Zugang zu diesen Ressourcen erhält, könnten wir eine Schlacht auslösen, die wir unmöglich gewinnen können. Wir haben den Funkverkehr der Crimson Fleet im Krieg-System überwacht. Sie sammeln Verbündete, indem sie auf deinem Erfolg basierende Versprechungen machen. So sehr ich es auch hasse, es zuzugeben, die UC Systef werden keine Chance haben. Die Fleet wird stärker und geeinter sein als je zuvor. Vielleicht hätte die UC diese möglichen Konsequenzen bedenken sollen, bevor sie die Leute auf Suvorov eingesperrt hat. Vielleicht. Aber anstatt über die Fehler unseres Vorgängers zu debattieren, sollten wir an einer schnellen Lösung arbeiten. Ich habe immer gewusst, dass du, wenn es darauf ankommt, das Richtige tun wirst. Das wäre es dann. Triff an Bord der Vigilance deine Vorbereitung und dann ab nach Bannock 4. Sobald du mit Kriegs Vermächtnis zurück bist, starten wir den Angriff. Viel Glück. Jetzt wird es ernst. Zieh den Job durch. Ist alles okay? Vielleicht steht noch eine letzte Ruhe vor dem Sturm an. Tapetenwechsel.